Dieses Mal geht's nach Hendorf in den Salzburger Flachgau. In der 5000-Einwohner-Gemeinde gibt es seit 6 Jahren ein E-Car-Sharing-Angebot. Und zudem ist Miriam Kraft gerade unterwegs. Die Mutter zweier Söhne radelt bis zum Gemeindeamt, um sich den Carsharing-E-Golf dort abzuholen. Als Marketing- und PR-Expertin führt Miriam Kraft ihre eigene Agentur und arbeitet dafür viel von zu Hause aus, hat aber auch immer wieder Auswärtstermine und unterrichtet außerdem in Klessheim. Dahin kommt sie auf unterschiedlichen Wegen. Wir hatten 2 Autos, mein Mann eins und ich eins. Und dann haben wir von meinen Eltern einen alten VW-Bus geschenkt bekommen. Dann hat man plötzlich 3 Autos. Was uns immer gestört hat, wir wollten einfach nicht mit 2 Erwachsenen in der Familie 3 Autos haben. Das wollten wir nicht. Aber das Problem ist, dass der VW-Bus einfach nicht so sehr geeignet für jede Fahrt ist. Und dann habe ich mich eben dafür entschieden, mein Auto zu verkaufen und für manche Strecken den VW-Bus zu nutzen und für alle anderen Strecken das E-Bike zu nutzen und eben Carsharing zu nutzen, vor allem zum Beispiel im Winter, wenn es halt einfach mit dem Fahrrad nicht so gut geht. Für Sohn Leon geht's heute zum Gitarrenunterricht. Manchmal leiht sich Miriam Kraft das Carsharing-Auto auch einfach, um die Dieselschleuder von VW-Bus für kurze Strecken nicht starten zu müssen, sagt sie selbst. Ich find E-Mobilität super. Das hat ja auch Nachteile, wie jeder weiß. Ich glaube, dass das eine Frage der Zeit ist, bis das irgendwann erfunden ist, wie man mit den Akkus bestmöglich umgeht. E-Mobilität ist schon die zukunftsträchtigste Variante, wie man von den fossilen Brennstoffen wegkommen kann. Dieser Überzeugung ist auch eine der Ideengeberinnen für das E-Car-Sharing in Hendorf, Birgit Winkler. Sie steckt viel Arbeit in das Projekt. Ganz einfach, weil sie das Thema Mobilität schon immer interessiert hat. Ich habe ein Fahrradl, ich habe ein Auto, ich kann zu Fuß gehen, ich habe einen öffentlichen Verkehr. Also, und dieser Mix hat mich immer schon so fasziniert. Das muss man besser nutzen können. Und deswegen muss man halt für Hendorf Angebote geben. Wenn ich nicht sage, was möglich ist, dann wird keiner umsteigen oder wird keiner einfach auf die Idee kommen, mal was zu nutzen. Und deswegen war dieses Teilen dann auch recht sexy für mich, weil ich gesagt habe, man muss nicht alles immer kaufen und besitzen. Ich meine, wer kauft da Einkaufswagen nur weil er einkaufen geht? Das steht er ja auch wieder zurück quasi. Und so kann man es mit unseren Autos genauso machen. Ich leiche mir es aus, wenn ich es brauche, muss mir aber dann, wenn ich es nicht brauche, um nichts kümmern. Möglich macht das Carsharing in Hendorf auch die Salzburg AG mit einer der wichtigsten Komponenten, der Ladestation. Der Auftrag ist also vom Carsharing gekommen und wir vermieten praktisch also diese Station und nach einer bestimmten Zeit geht sie also dann über also in die Gemeinde. Also eigentlich gehört also die Ladestation der Gemeinde. Wir sehen uns also jetzt ganz klar in der Verantwortung, dass wir sagen, wir müssen unseren Kunden im Bundesland Salzburg zu Hause, in den Betrieben und im öffentlichen Bereich die Infrastruktur geben, die sie brauchen und die sollte kostengünstig sein. Das Projektteam ist froh über starke Partner, vor allem wenn man mit Herzblut bei der Sache ist. Birgit Winkler ist von den Startlöchern bis heute die Kümmerin Nummer 1. Ganz freiwillig. Sie erledigt in ihrer Freizeit all das, woran ein Carsharing-Nutzer nicht zu denken braucht. Pickerl, Service, Winterreifen, Sommerreifen, Versicherung, ist der Wagen sauber und. Jeder neue Teilnehmer bekommt auch eine persönliche Einschulung. Das frisst Zeit. Viel freiwillige Zeit. Auch ein bisschen verrückt, sich das anzutun, oder? Naja, also ein bisschen ein Vogelschot nie. Aber die Kommentare sind natürlich schon in die Richtung, wie Sie sagen, aber eher positiv gemeint. Also da kommt auch die Bestärkung, macht es, das finde ich gut. Und auch wenn ich es jetzt noch nicht brauche, vielleicht später. Also es ist schon die Bestärkung und die Wertschätzung da. Also das spüre ich schon so. Also ich würde es so interpretieren. Ohne die glauben, ich habe einen Vogel, ja, dann ist es halt so. Aber ich glaube, es ist ein positiver Vogel. Über diesen sehr positiven Vogel ist man seitens der Gemeinde sehr froh. Die steckt hinter dem Autoleihangebot. Aber Freiwillige braucht es trotzdem. Wir haben eine sehr aktive E5-Arbeitsgruppe, die sich ja mit Energieeffizienz und erneuerbare Energien beschäftigt. Da ist eben der Vorschlag aufgetaucht, dieses Carsharing-Projekt ins Leben zu rufen. Ja, es waren eigentlich alle gleich Feuer und Flamme, dass man eben dieses Projekt umsetzen. Und so verwenden das Leihauto auch Gemeindemitarbeiter regelmäßig.
Der Schlüssel liegt in einem versperrten Kästchen. Jeder Nutzer kennt den Code. Heute ist das Team des Bauamts unterwegs zu einer Baubesprechung. Mit dabei ist Martina Ahammer. Die Bauamtsmitarbeiterin ist von Seiten der Gemeinde auch Ansprechpartnerin für das Carsharing. Ich war eigentlich immer dabei, weil ich es auch zuerst privat genutzt habe. Und seit ich auf der Gemeinde arbeite, bin ich sozusagen voll involviert. So erledigt Martina Ahammer zum Beispiel größtenteils die Abrechnung. Die Gemeinde hat mittlerweile übrigens ein weiteres E-Fahrzeug angeschafft für den Wassermeister. Und bald wird es ein drittes geben. Auch die Köche der Schulküche sollen in Zukunft ohne Abgase einkaufen und liefern. Jeder Carsharing-Nutzer hier in Hendorf hängt bei der Ankunft den Golf wieder ans Netz. Der nächste fährt mit geladenem Akku los. Wer längere Strecken mit dem Leihauto fährt oder auch mal über Nacht oder mehrere Tage, braucht unterwegs mit leerem Akku nicht zu verzweifeln. Die Salzburg AG hilft mit einer Stromladen-App. Unser E-Golf im Carsharing Hendorf hat ungefähr im Sommer eine Reichweite von 200 Kilometer. Wenn ich also jetzt weiter wegfahre, wo die Reichweite nicht mehr ausreicht, gibt es die Möglichkeit, über unsere Salzburg AG App dieses Fahrzeug also auch an Stationen der Salzburg AG aufzuladen. Die haben wir hier zusammengefasst geografisch und ich werde dann ganz genau geführt über die App, was tue ich, was muss ich tun, damit ich also zum E-Laden komme. Einmal registrieren und Karten, Ladeanleitungen und Tipps stehen übersichtlich zur Verfügung. Eine weitere App übrigens ist es, mit der die registrierten Carsharing-Teilnehmer in Hendorf das Auto reservieren. Auch das ist unkompliziert. Manchmal kommt es vor, dass ich mich frage, möchte ich in einer halben Stunde das Auto nutzen? Und dann nehme ich mein Handy, habe die App, schaue nach, innerhalb von 20 Sekunden habe ich meine Reservierung gemacht und dann kann es losgehen. Also eigentlich dauert es vom Entschluss bis zum im Auto sitzen 10 Minuten. Das schätzt auch Florian Elstner. Der Unternehmensberater und seine Frau brauchen immer wieder ein Ersatzauto, auch manchmal spontan. Schaffst du das bis um 3? Nicht? Aha, okay. Ja, dann muss ich schauen, ob ich das Carsharing-Auto kriege. Okay, na passt schon, danke. Zu Fuß ist Florian Elstner in 5 Minuten beim Gemeindeamt. Auch wenn seine 3 erwachsenen Kinder mit Enkel zu Besuch kommen, leiht sich die Familie gern den E-Golf. Die Elstners fahren seit Jahren auch schon privat und dienstlich elektrisch. Das wird auch in Hendorf nach und nach immer mehr werden, dass vielleicht auch welche kommen, die sagen, ich habe gar kein eigenes Auto mehr privat, ich brauche das gar nicht mehr, weil die paar Mal, wo ich wirklich eins brauche, da miete ich mir einfach das Sharing-Auto. Als Carsharing-Teilnehmer registriert, zahlt man 1 Euro für jede Stunde, die man das Auto nutzt und 40 Cent pro Kilometer. Florian Elstner findet die Kosten okay. Man muss ja das so sehen, du musst ja ein Auto nicht ein ganzes Jahr lang erhalten, du zahlst quasi wirklich nur die Nutzung. Ähnlich denkt auch Miriam Kraft. Die PR-Expertin zahlt für die Strecke nach Klessheim, wenn sie dort 4 Stunden unterrichtet, um die 22 Euro. Das klingt erstmal viel, aber wenn ich mir das runterbreche, was das bedeuten würde, ein Auto zu haben, das Benzin, das Auto zu warten oder auch mit dem Postbus nach Klessheim zu fahren von Hendorf aus, dann ist es die erheblich günstigere Variante, glaube ich. Es bereichert sich auf jeden Fall niemand mit dem Carsharing-Projekt. Die Gemeinde muss natürlich auch mit dem E-Auto, das kostet natürlich was zuschießen. Aber sie steht halt einfach dahinter und nimmt das Geld auch gerne in die Hand. Und so kann es funktionieren, dass auch Bewohnern einer Landgemeinde ein Auto zum Teilen zur Verfügung steht. Und die Sharing-Gemeinde wächst. Erst letzte Woche ist wieder ein neuer Nutzer eingeschult worden.